Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, der Folge unbekannt, auf jeden Fall irgendwas mit 280 vielleicht schon oder noch darunter. In der letzten Folge ist uns ja Minecraft tatsächlich doch verreckt, aber mit einer Absturzmeldung, Fehlermeldung und nicht den üblichen Fehler, also das Rezeptbuch wird nur in äußersten Notfällen verwendet werden. So viel steht fest, aber wir werden es behalten. Wir können übrigens die Karte weiter aufdecken. Wir waren in der Richtung sehr selten und ich würde gerne mit euch Pandora ein bisschen erkunden. So im Winter eignet sich doch an. Obwohl, das letzte Mal habe ich einen Daumen runter gekriegt, als ich weggelaufen bin. Möchtet ihr das? Möchtet ihr das? Ich mach's einfach. Mir ist scheißegal. Ich gehe in den Dschungel. In den Dschungel ist mehr los. Ne, ich gehe da hin. Ne, natürlich werden wir das nicht erkunden. Ich hab mehr Bock, wieder hier unten irgendwas abzubauen. Demnach gehe ich auch. Ups, Alarm, ein bisschen zu laut. Deswegen gehe ich jetzt hier wieder rein. Muss sowieso erstmal den ganzen Kram loswerden, bevor ich irgendwo hingehe. Kies kommt da rein. Auch nicht verkehrt, das ist ein frischer Vorrat an Holz. Den muss ich nämlich mitnehmen. Nur für alle Fälle. Und auch mehr Eisen brauche ich dann für den Gang. Das heißt, Eisen muss sein. Ja, ich muss einen Eisenblock schmelzen. So haben wir dann auf jeden Fall noch genug Eisen, um Ersatzdinge zu machen. Zumindest ein paar Sachen. Gut, dann gehe ich nochmal los. Räume nochmal schnell das eine weg. Ja. Viel zu bauen kann man übrigens auch nicht, weil ich immer noch auf dem falschen Texturenpaket spiele. Hier wollte ich hin. Denn das Texturenpaket ist im Prinzip immer noch das Weinkraft-Texturenpaket. Und immer noch nicht das normale Mieser. Ich will gerne wieder zurück aufs Mieser, wenn ich weiter baue, weil es einfach schöner aussieht am Ende. So kann ich das besser abpassen. Und hier ist immer so, in den vielen hier ein paar Texturen, die sehen nicht so schön aus und das passt dann alles nicht so richtig. Im Moment zu Weihnachten sieht es okay aus, aber nach Weihnachten, ich denke mal, je nachdem wie viele Folgen ich dann drehen werde. Warum ist da so eine große Monsteransammlung hier unten? Wird es denn wohl anders sein? Ich werde auf jeden Fall hier mein Schwert schmeißen. Was ich meine ist, erstmal Pause. Die Höhlen-Playlist anschmeißen. Ja, die Oberflächen-Playlist, genau. Natürlich meine ich die Untergrund-Playlist. Die mache ich diesmal nicht so laut, weil wegen ISO. Ja, ne, weil wegen Sachen. Wegen Content-ID-Treff. Ja, sauber. Ist interessant, dass er hoch, dass er alles hochskaliert. Alter, ist das rot. Das macht mir ein bisschen Angst. Das Schaf. Das Schaf. Das gute alte Schaf. Was soll der denn? Ganz schön laut ist er.
Ja, wie sind die im Untergrund? Es ist eigentlich zu dunkel, zu hell, glaube ich, ne? Ja, natürlich. Wir machen 50%, dann passt das schon. Ja. Alter. Ihr habt's gehört, ne? Da Blob an hinten, Blob an hinten. Golle hier, Golle hier. Nimm die Kohle einfach mit. Können wir ja gebrauchen. Ebenso will ich ein paar Zäune mitnehmen, weil ich Zäune. Alter, weil ich Zäune brauche. Muss das so laut sein? Nimm mal ein paar Magentabletten, das hilft. Ich glaube, ich bin am Rande angekommen. Immer noch so halb unerkundet das gesamte Gebiet. Und unten besonders, glaube ich. Natürlich nicht verkehrt, wenn ich irgendwo da hinkomme, denn, ne? Ist das laut. Hier war eine Sackgasse und trotzdem war hier Gegner. Ich baue jetzt auch mal ein paar Zäune ab, weil die brauchen wir nämlich auch irgendwann. Ziel ist es, irgendwann die gesamte Mine abzubauen. Was ich auch machen werde, sind Schienen mitnehmen, denn die brauchen wir auch. Für die Mine. Die wir selbst haben. Ihr wisst schon, die Untergrunddinger zu den anderen Städten. Die brauchen wir nämlich auch. Keine Sorge, rechtzeitig zu Weihnachten bin ich wieder draußen. Ich werde nur einen Großteil abbauen. Ist halt nur mit Monster ein bisschen spannender. Wieder Brot reinpfeffern, sonst regeneriere ich am Ende kein Leben. Das wäre ja unten besonders fatal. Diesmal räumen wir die Biene komplett aus. Also sprich, jedes Pfitzel wird mitgenommen. Nichts wird übrig gelassen. Rose abgestürzt. Keine Ahnung. Mach Klatsch und ist weg. Wieder typisch. Das ist übrigens der Abstieg. Ich glaube, die Mine wird man nur noch an Holz erkennen. Sondern Zäunen nicht mehr. Ich möchte die nämlich alle mitnehmen. Wir wissen ja, dass hier übrigens Creeper rumlaufen. Jetzt bin ich hier besonders vorsichtig.
Die fallen auch ganz gerne mal von oben runter. Deswegen muss man da besonders aufpassen. Hm? Ah, da unten ist anscheinend eine Fackel. Boah, ist ein bisschen laut, oder? Ja, ein bisschen leiser, so. Mist. Okay, die sind verloren. Geh ich mal diesen Weg. Oder eigentlich nicht die Fackel treffen. Schön, wenn man so Geräusche gehört, so Laufgeräusche. Dann denkt man gleich, man wird angegriffen. So, die Schienen, die nehme ich übrigens und ich glaube, so alle 5 Wege muss ich eine Lücke lassen. Wegen den Antriebsschienen und Aktivator. Damit die Lore am Ende von alleine fährt. Das ist am Ende nämlich mein Ziel. Ach, sowas gefällt mir überhaupt nicht hier. Gleich korrigieren. So. Ich kann mich gut erinnern, hier habe ich mich irgendwo mal erschreckt. Aber richtig. Richtig, der wäre heftig. Gleich das wegmachen. So. So hier. Ich glaube, man gehört. Ich höre irgendwie so Geräusche von oben. Um 0 Uhr ist es natürlich toll. Naja. Shit. Ein kleiner Dunkelabschnitt habe ich erreicht. In den ich selbst kein Licht gesetzt habe. Hier waren wir schon mal. Alter, habe ich mich gerade erschrocken vor der Musik. Hier hoch. So. Da drinne? Klingt so, als wäre da ein neuer Abschnitt. Über mir? Die könnten über mir sein. Komme ich da hoch? Alter. Nicht ins Ohr.
Das ist das schlimmste Geräusch von Minecraft. Zombie-Geräusche. Nein, nein, nein! Ah! Fuck! Schmerz! Ein Hoch auf die Rüstung. Und wie es ausgeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.